Ja, hallo und moin moin. An alle Kroganer-Veteranen und Talisora-Fans. Es geht endlich mal wieder weiter mit unserem Let's Play Mass Effect 2. Ich will erstmal Danke sagen für die netten Kommentare. Ich bemühe mich, das etwas regelmäßiger zu machen. Ich habe zwischendurch mal öfters wieder durchgespielt, aber das klappt bei mir einfach nicht immer. Aus gesundheitlichen Gründen. Aber das macht nichts. Wir haben Spaß an der Sache. Ich spiele hier den Shepard, KPJ, als Techniker. Wir hatten anfangs als zusätzliche Kraft das Schmetter genommen. Wie gesagt, ich habe das öfters wieder durchgespielt. Ich habe jetzt als Zusatzkraft die panzerbrechende Munition genommen. Das halte ich für sinnvoller, weil ich Techniker bin und kein Biotiker. Und weil die panzerbrechende gegen die Mechs und so weiter noch ein bisschen sinnvoller ist. Wir sind jetzt auf Freedom's Progress, haben eine alte Bekannte, die Talisora, wieder bekommen. Ein Pilger, der Vito, ist irgendwo verschollen, den sollen wir finden. Einige Kampfdrohnen haben wir schon besiegt. Wir sollen dort die verschwundenen Kolonisten finden, sehen, was da los ist. Die wurden von den Kollektoren verschleppt. Und wir sind jetzt, warte, hier vorne, ich will kurz nochmal sehen, an Bewaffnung. Weil gleich der Mech kommt, nehme ich hier die Schwere, sie auch. Er nimmt die. So. Er nimmt seine Brand und wir haben natürlich die Panzerbrechende jetzt. So. Jetzt muss ich die beiden kurz mal einweisen. Hoffentlich haben wir genug Muni. Wir sind bei den Türen in Deckung. Shepard, Sie übernehmen die Führung. Ja, ich wollte nur gucken, ob wir noch ein bisschen Muni haben. Macht aber nichts. Wir gucken weiter. Beine ist einweisen, hier vorne links. Na, da ist die Miranda. Den Jacob packen wir da vorne hin. Und wir gehen da an der Deckung. Bom. Also, muss aber auch genau so sein, wie die das da angegeben haben wohl. Sonst klappt das nicht, wa? Doch, ja. 40 mm. Naja, ist egal. Es wird ein Riesenproblem, diesen Mistkerl fertig zu machen. Mal sehen, der ist schwer. Der ist da. Einmal Überlastung. Wieder mal mit Deckung. Ich werde mal eine Drohne zum Ablenken hin tun. Deckung, Junge. Ja. Drohne. Thank you.
Jacob ist immer so ein bisschen zu machen, mal so. Über Verbrennung. Wir haben das Cheating. Gut, hat ein bisschen gedauert, aber ist mir lieber so. Das habe ich selten bei dem beim ersten Mal geschafft. Aber das hat er gehauen. Jetzt ist da hinten so ein cooles Teil. Das könnte nützlich sein. Genau, und hier noch. Links sind immer die Vorbildoption, die Heldenoption, unten die Abtrünnigenoption. Ich habe mir angewöhnt, grundsätzlich die Heldenoption zu machen. Man hat mehr Möglichkeiten nachher, zum Beispiel die Gäste im dritten Teil mit den Quarianern zu verbünden und so weiter und so fort. Wer hat uns nicht gefunden? Die Monster, die Schwärmer. Sie haben alle mitgenommen. Wir sind keine Überlebenden, Vitor. Wir sind gerade erst angekommen. Sie wissen es nicht. Sie haben es nicht gesehen. Aber ich habe alles gesehen. Sieht aus wie Material der Überwachungskameras. Er muss es manuell zusammengeschnitten haben. Was zum Teufel ist das? Mein Gott, ich glaube, das ist ein Kollektor. Wenn ich jetzt sage, was ist ein Kollektor, sagt er nur, ist es auch ein Alien? Kollektoren waren, meine ich, von den Reapern, indoktrinierte Proteaner, genau, geerntete Proteaner, die sind umgebaut worden zu Reapern, zu Kollektoren. Die Frage ist, was will der hier? Ich dachte, die Kollektoren blieben unter sich. Sie arbeiten normalerweise mit Mittelsmännern, also Sklavenhändlern oder Söldnern. Wenn sie irgendwas mit den Reapern zu tun haben, könnte das erklären, was mit den Kolonien geschehen ist. Die Kollektoren haben modernste Technologie. Sie könnten eine Waffe haben, die eine ganze Siedlung sofort außer Gefecht setzt. Die Seeker-Schwärme. Die Seeker finden dich, frieren dich ein und dann nehmen die Monster dich mit. Genau, kurz noch mal gucken. Etwas Flucht. Warum haben die Kollektoren sie nicht mitgenommen? Schwärme haben mich nicht gefunden. Monster wussten nicht, dass ich hier war. Die Kollektoren sind eigentlich für ihre Gründlichkeit bekannt. Vielleicht ist er wegen seines Umweltanzugs nicht auf ihren Sensoren aufgetaucht. Oder sie haben eine Technologie eingesetzt, die ausschließlich Menschen aufspürt. Nur Kolonien der Menschen wurden angegriffen. Das kriegen wir natürlich am Schluss. Kriegen wir das raus, worum das eigentlich geht. Vieles wurde ja schon im ersten Teil beantwortet. Was geschah dann? Die Monster
Monster brachten die Leute auf ihr Schiff und dann sind sie fort. Das Schiff flog weg, aber sie kommen zurück, um mich zu holen. Niemand entkommt. Ich glaube, mehr kriegen wir aus dem nicht raus, Commander. Genau, wir wollen ihn auch nicht überbeanspruchen. Er ist natürlich gestresst, der Junge, wenn wir alle... Danke, dass Sie uns alles erzählt haben. Sie haben uns sehr geholfen. Ich habe sie untersucht. Die Monster, die Schwärme. Ich habe sie mit meinem Universalwerkzeug aufgenommen. Viele Daten. Elektromagnetisch. Dunkle Energie. Wir müssen diese Daten zum Unbekannten bringen. Greifen Sie sich den Quarianer und sagen Sie dem Shuttle, es soll uns abholen. Was? Vitor ist verletzt. Er muss behandelt werden, nicht verhört. Wir tun ihm nichts. Aber wir müssen wissen, ob er sonst noch etwas weiß. Wir werden ihn unbeschadet zurückgeben. Ihr Volk hat schon einmal versucht, uns zu hintergehen. Wenn wir ihn an Sie übergeben, werden wir die nötigen Informationen niemals bekommen. Prasa war ein Idiot. Er und seine Männer haben dafür bezahlt. Sie können gern die Daten in Vitos Universalwerkzeug haben, aber Sie überlassen ihn bitte mir. Natürlich, Frau Metalli, Sie müssen Vitor nicht unbedingt mitnehmen. Wir könnten zusammenarbeiten, so wie früher. Ich möchte ja, aber ich kann nicht. Ich habe selbst eine Mission und die ist zu wichtig, um sie abzubrechen. Nicht einmal für Sie. Wenn sie erledigt ist und ich dann noch lebe, können wir weitersehen. Er ist traumatisiert und braucht medizinische Versorgung. Tali gibt uns die Daten aus dem Universalwerkzeug und bringt ihn dann zur Flottille. Verstanden, Commander. Danke, Shepard. Freut mich, dass Sie hier nach wie vor die Befehle geben. Viel Glück da draußen. Wenn ich etwas finde, das Ihnen vielleicht hilft, lasse ich es Sie wissen. Wir sind bereit zur Abholung. Okay, das war die Mission. Die sehen so ein bisschen aus wie Feuerkäfer. Gute Arbeit auf Freedom's Progress. Die Quarianer haben uns die Ergebnisse von Vitors Befragung übermittelt. Nichts Neues. Aber angesichts unserer Vergangenheit ein überraschender Olivenzweig. Wir beide haben unterschiedliche Methoden. Aber angesichts der Ergebnisse kann ich nichts dagegen sagen. Denken Sie hin und wieder darüber nach, auch mal fair zu spielen? Diplomatie ist großartig, wenn sie funktioniert. Aber wenn einen alle für eine Bedrohung halten, ist das schwierig. Viel wichtiger ist die Bestätigung, dass die Kollektoren tatsächlich hinter den Entführungen stecken. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie bereits von ihnen wussten? Ich hatte Vermutungen, brauchte aber Beweise. Die Kollektoren sind ziemlich rätselhaft. Sie reisen regelmäßig in die Terminus-Systeme, auf der Suche nach scheinbar unwichtigen Gegenständen oder Probeexemplaren. Meist im Austausch gegen Technologie. Wenn ihre Transaktionen abgeschlossen sind, verschwinden sie so schnell, wie sie gekommen sind, zurück durch das unerforschte Omega-4-Portal. Bisher gab es keine Beweise für direkte Angriffe durch die Kollektoren. Warum ist das Omega-4-Portal unerforscht? Was wissen wir darüber? Nur, dass kein Schiff es je durchstoßen hat und wieder zurückgekehrt ist. Wir vermuten, dass das Portal auf Schiffe der Kollektoren anders reagiert und sie sicher passieren lässt. Wenn sie Portale manipulieren können, ist das ein weiterer Hinweis auf eine Verbindung mit den Reapern. Irgendeine Idee, warum sie sich plötzlich auf Menschen konzentrieren? Wenn sie für die Reaper arbeiten, kann alles Mögliche dahinter stecken. Die Menschen haben eine große Rolle bei der Zerstörung der Sovereign gespielt. Vielleicht hat das ihre Aufmerksamkeit erregt. Mich beunruhigt eher, warum sie die Kolonisten entführen. Sobald sie gelähmt sind, könnte man sie doch einfach töten. Was haben die Kollektoren von diesen Geschäften? Die Kollektoren sind nicht gerade mitteilsam, was ihre Motive angeht. Grob gesagt suchen sie nach Spezies mit seltenen genetischen Mutationen oder Abnormalitäten. Sie bezahlen Sklavenhändlern und Söldnergruppen enorme Summen für die Beschaffung solcher Exemplare. Und dann verschwinden sie wieder. Aber bisher war noch nie eine einzelne Spezies ihr Ziel. Und bisher ging es immer um ein paar Dutzend Exemplare, nicht um Zehntausende. Sie verschweigen mir etwas. Woher wissen Sie, dass die Reaper etwas damit zu tun haben? Schlussfolgerungen. Tief in unserem Datenmaterial verborgen. Der Rat und die Allianz wollen glauben, dass die Reaper-Bedrohung mit der Sovereign gestorben ist. Wir beide wissen es besser. Ich werde nicht warten, bis die Reaper losmarschieren. Wir müssen den Kampf zu ihnen bringen. Wenn das ein Krieg ist, brauche ich eine Armee oder ein richtig gutes Team. Ich habe bereits eine Liste mit Soldaten, Wissenschaftlern und Söldnern zusammengestellt. Sie bekommen Dossiers über die besten davon.
Sie zu finden und davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen, dürfte nicht einfach sein. Aber sie sind eine geborene Führernatur. Ich kümmere mich weiterhin um die Konnektoren. Wenn sie das nächste Mal auftauchen, gebe ich ihnen und ihrem Team Bescheid. Seien Sie bereit. Und wir hatten ein gutes Team, natürlich. Behalten Sie Ihre Liste. Ich will Leute, denen ich vertraue. Dieselben, die mir gegen Saren und die Geth geholfen haben. Das war vor 2 Jahren, Commander. Die meisten machen jetzt was anderes. Oder ihre Loyalitäten haben sich verschoben. So, Ash war ja meine Liebste im ersten Teil schon. Sie ist immer noch bei der Allianz. Wurde befördert, soweit ich weiß. Ihre Akte hat eine überraschend hohe Geheimhaltungsstufe. Dann entdecken. Wo ist Erdner Drax? Er ist nach Tuchanka zurückgekehrt und hat den Planeten seit über einem Jahr nicht verlassen. Er versucht, die kroganischen Clans zu einen. Die Kroganer sind das, was so bei der Enterprise die Klingonen sind. Immer Ruf und immer Mütz. Tali haben wir gesehen, wir fragen trotzdem nochmal. Was ist mit Tali? Sie hat uns schon auf Freedom's Progress geholfen. Das war unerwartet. Ich brauche mehr Informationen, bevor ich das genehmigen kann. Unserem besten Freund, den Garrus. Wo ist Garrus Vakarian? Der Turianer ist einige Monate, nachdem man sie für tot erklärt hatte, verschwunden. Nicht einmal wir konnten ihn aufspüren. Und Liara Tsoni. Wo ist Liara Tsoni? Sie ist auf Ilium. Meine Quellen sagen, dass sie für den Shadow Broker arbeitet. Wenn das stimmt, kann man ihr nicht trauen. Okay, schon klar, sie sind nicht verfügbar. Sie sind eine Führungspersönlichkeit, Shepard. Sie kriegen, wen sie brauchen. Sie sind für die Kollektoren zuständig und ich sorge dafür, dass mein Team bereit ist. Gut. 2 Dinge noch, bevor Sie gehen. Erstens, fliegen Sie nach Omega und finden Sie Morden Solus. Er ist ein brillanter salarianischer Wissenschaftler. Unseren Informationen zufolge könnte er wissen, wie man gegen die lähmenden Seeker-Schwärme der Kollektoren vorgehen kann. Ich habe noch nicht mal angefangen und schon machen Sie mir Vorschriften. Ich zeige Ihnen nur eine Richtung. Wo Sie dann hingehen, bleibt Ihnen überlassen. Sie treffen bestimmt die richtige Entscheidung. Also gut. Und was ist das Zweite? Ich habe einen Piloten, der Ihre Zustimmung finden könnte. Er soll einer der Besten sein. Einer, dem Sie trauen können. Hey, Commander, wie in alten Zeiten, was? Bisschen lauter. Ich glaub's ja nicht, Joker. Das sagt der Richtige. Ich hab gesehen, wie Sie gestorben sind. Ich hatte Glück. Die Sache hat jede Menge Haken. Wie sind Sie hierher gekommen? Ohne Sie brach alles auseinander, Commander. Von allem, was Sie enthüllt hatten, wollte der Rat nichts mehr wissen. Team wurde aufgelöst, Berichte angesagt, ich bekam einen Job am Boden. Die Allianz hat mir das weggenommen, an dem mir etwas lag, deswegen ging ich zu Cerberus. Trauen Sie dem Unbekannten wirklich? Ich traue niemandem, der mehr verdient als ich. Aber so übel sind die nicht. Sie haben ihr Leben gerettet, sie lassen mich fliegen. Und dann noch das hier. Sie haben es mir erst gestern erzählt. Iha! Zurück.
faire Waffen, Credits ordentlich verdient, die Radio nochmal gefunden. Jo, und wir schließen den Bericht. Die Kollektoren mit irgendeiner neuen Technologie ihre Opfer bewegungsunfähig machen. Er muss für uns eine Gegenmaßnahme zum Schutz davor entwickeln. Ohne diese Gegenmaßnahme sind wir hilflos, wann immer die Kollektoren unseren Weg kreuzen. Die Anwerbung von Professor Solus ist der logische erste Schritt. Wer sind Sie? Ich bin die künstliche Intelligenz der Normandy. Die Crew nennt mich Edie. Das gefällt Joker gar nicht. Steuermänner sind nicht glücklich, wenn man ihnen die Kontrolle über ein Schiff wegnimmt. Und Joker schon gar nicht. Ich steuere das Schiff nicht. Mr. Moreaus Talente werden durchaus gebraucht. Im Kampf bediene ich die Elektronik- und Cyberkrieganlagen. Darüber hinaus habe ich keinen Zugriff auf die Systeme des Schiffs. Ich beobachte und biete Analysen und Ratschläge an. Mehr nicht. Nochmal Fragen eben. Ich nehme an, es braucht mehr als nur uns drei plus Joker, um dieses Schiff zu fliegen. Die Normandy hat eine vollständige Crew. Sie sind alle auf Posten und erwarten ihre Befehle. Beste Startvorbereitungen abgeschlossen, Commander. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie auf der Galaxiekarte im KIZ ein Ziel aus. Ich berechne dann einen Kurs. Jacob und ich sollten jetzt auf unsere Posten gehen. Kommen Sie zu uns, falls Sie Fragen haben. Okay, das gucken wir uns kurz nochmal an. Ich bin Human Kelly Chambers und wurde Ihnen als Administrationsassistentin zugeteilt. Ich verwalte Ihre Nachrichten und helfe Ihnen bei der Beobachtung der Crew. Ich muss sagen, es ist wirklich eine Ehre für Sie zu arbeiten, Commander Shepard. Ich bin froh, dass Sie Teil des Teams sind, Miss Chambers. Nennen Sie mich bitte Kelly. Okay, Kelly. Noch etwas? Na, dann können wir nachher noch. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben über die Cerberus-Kanäle eine private Nachricht erhalten. Ich glaube von Ratsherr Anderson. Sie können sie auf Ihrem privaten Terminal da drüben aufrufen. Joker möchte auf der Brücke mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Wofür sind Sie zuständig? Ich informiere Sie über alle Ihre Nachrichten oder Termine. Wenn jemand aus der Crew etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen hat, sorge ich dafür, dass Sie es erfahren. Wäre für so eine Aufgabe eine VI nicht besser geeignet?
Schon, aber ihr Yeoman zu sein, ist nur meine offizielle Aufgabe. Inoffiziell beobachte ich die Crew. Jeder weiß, wie riskant unsere Mission ist. Viele von uns werden vermutlich nicht zurückkommen. Das ist ein enormer Druck. Ich verfüge über einen Abschluss in Psychologie und habe ein Gespür dafür, wann Leute überfordert sind. Sie sorgen also dafür, dass die geistige Gesundheit der Crew stabil bleibt. Ja, ich achte auf Warnzeichen. Ich höre zu. Es ist kein Vollzeitjob und funktioniert am besten außerhalb strenger Etikette. Wir können froh sein, jemanden mit Ihren Fähigkeiten dabei zu haben, Kelly. Ich danke Ihnen, Shepard. Was möchten Sie sonst noch wissen? Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Wichtig, dass man sich immer mal mit seiner Crew unterhält. Vor allem nach größeren Missionen, dann lernt man sie besser kennen. Vertrauen steigt, ist viel im richtigen Leben und vor allen Dingen kriegt man auch Vorbildpunkte. Die sind ganz wichtig. Ich mache hier nochmal kurz die ungelesenen Nachrichten. Anderson hat rausgekriegt, dass sie wahrscheinlich am Leben sind, dass sich viel verändert hat. In den letzten 2 Jahren ist das schon her. Ja, das wussten wir ja, weil er ja im Koma war. Er war ja tot. Okay, das können wir so machen. Wir wollen sehen, dass wir nochmal eben den Joker schnappen. Wir haben noch knapp 2,5 Minuten. Vorne ist dann das Cockpit. Schöne Aussicht, ne? Cool. Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Morrow. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandy, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Das ist, als hätte das Schiff Krebs. Ist keine Eitelkeit von dem Joker. Wir haben es im ersten Teil schon mitbekommen. Der Junge hat das Frohlich-Syndrom, also die Glasknochenkrankheit. Ich kannte mal einen Freund, der hat das auch. Da sind die Knochen von Geburt an meistens schon geschwächt. Und ein kleiner Storch kann zu heftigen Brüchen führen. Das ist lebensgefährlich, ne? Und der hat es trotzdem geschafft, sich zum besten Piloten der Allianz hochzuarbeiten. Ist auch noch wirklich ein cooler Kerl. Okay. Es ist nicht dasselbe, Joker. Nichts hier war je ein Teil der echten Normandy. Aber wir sind es. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Die letzten 2 Jahre waren furchtbar. Sie werden sehen. Uns überwacht zwar eine VI, aber die würden nie so viel investieren, um uns dann übers Ohr zu hauen. Es wird bestimmt sogar besser als früher. Hoffentlich. Ich bin immerhin gestorben. Mann, sie können einen aber echt runterziehen. Ich wollte sagen, die Knochen sind nicht ordentlich ausgebildet. So war das richtig bei der Glasknochenkrankheit. Okay, fragen wir Edima. Ja, Shepard? Ich möchte mehr über die Leute erfahren, mit denen ich zusammenarbeite. Ein Großteil dieser Daten ist geheim. Haben Sie eine spezifische Frage? Okay, das lassen wir mal weggehen, mal zurück. Oder kurz bei Ressourcen. Was für Ressourcen stehen zu? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Blockiert? Wie meinen Sie das? Ich werde zwar... In diesem Fall unterbinden die Geheimhaltungsstufen von Cerberus meine ordnungsgemäße Beantwortung Ihrer Frage. Reden wir von etwas anderem. Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Sie und Joker? Wie kommen Sie mit Joker zurecht? Solange sie noch erzählt, werde ich mich schon mal verabschieden. Es stört ihn, dass ich auf dem Computer sage, tschüss und mal moin.